Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizon Forbidden West. Mein Name ist Dr. Skill. Ich hoffe, wir haben das Soundproblem jetzt behoben. Also ich habe echt alles gemacht, was ich konnte. Und da war wieder ein Knacker. Ich krieg die Krise. Also, wäre dankbar, wenn irgendjemand mal in den Kommentaren schreibt, woran das liegen könnte. Ich benutze ein Avamedia. Die Treiber sollten alle relativ neu sein. Also ich hätte... Ich kann keinen Sprung machen hier. Top. Immer zuerst zu hauen. Funktioniert meistens. Wie ich gerade sagen wollte, wir haben auf jeden Fall keinen neuen Treiber installiert. Also es war alles so wie immer, aber... Zeit, Urban zu überreden, zu pfeifen und wo er dies nach Fahrlich zu bringen. Ah. Ui. Wache ist aber auch noch Deko, hä? Das sind mir ja ein paar Wächter, ey. So, schauen wir mal. So. Wie geht die Audio wieder? Vielleicht lag das wirklich an dem Stück vom Tal. Jetzt haben wir hier keine Knackse. Wir hatten ja im Dorf echt keinen einzigsten Knack. So, reden wir mal mit ihm. Retterin, gibt es Neuigkeiten? Ich bin der Dornrückenspur beim Steinbruch gefolgt. Sie scheinen aus einer Mine hinten im Tal gekommen zu sein. Die Mine? Wie könnten die Dornrücken dorthin gelangt sein? Ich weiß nicht. Aber Alvins Leute haben dort mit Sprengstoff die Tunnel freigelegt. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel reichen meilenweit, sogar bis unter den Schrecken. Glaubst doch nicht, dass Alvins Sprengungen einen Durchgang geschaffen haben? Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn das stimmt, brauchen wir Beweise. Eine Ermittlung. So gründlich, so unbestreitbar und beglaubigt von der Retterin. Alles klar, ich such weiter. Wieso hilft es Alvund, wenn er die Kaja für die Dornrücken verantwortlich macht? Sieh dich um. Wir sind zwar im Sonnenreich, aber in Kettenkratz gibt es doch nur Rost und schales Bier. Die Behauptung, die Kaja ließen Dornrücken los, um Osaram-Arbeiter zu bedrohen und zu unterdrücken. Naja, absolut niemand hier hat die Grausamkeiten des verrückten Sonnenkönigs vergessen. Und da wegen der Dornrücken die Arbeit im Tal lahm liegt, hat Alvund genug Zeit, kaum verheilte Wunden aufzureißen. Und wenn die Osaram erst mit der Konzession die Arbeit wieder aufnehmen wollen, hast du keine Wahl. Korrekt. Der Wiederaufbau von Fahrlicht muss weitergehen. Wie bist du denn hier gelandet? Ich wollte hierher, ob du es glaubst oder nicht. Die Leitung des ganzen Tals im Namen des Sonnenkönigs? Es war eine Ehre, ist eine Ehre, meine ich. Aber dein Job wäre viel einfacher, wenn jemand wie Alvund dir nicht ständig hineinpfuschen würde. Alvund wird mir erhalten bleiben. Er ist schon länger hier als ich. Er hält sich sogar für den Gründer von Kettenkratz. Ja, ich werde schon mit ihm klarkommen. Ich muss. Ich muss gehen. Natürlich. Interessant. Kommt mir zwar ein bisschen zum Teil bekannt vor, aber ja. Wo ist denn hier unser Koch? Wir haben doch Sachen mitgebracht. Kein Grund, die Gesandtschaft zu starten. Ah, sei gegrüßt. Wie läuft die Suche? Also das. Wie bist du in Kettenkratz gelandet? Ich hatte von einem, wo eine also kann manche Leute hier hatten. Das können wir doch schon. Ich sollte dann mal los. Gut. Müssen wir erst die Quest aktivieren? Wir haben dir doch alles geholt, was wir brauchen, oder? Da ist jetzt quasi Quest einfach höheres Ansehen, deswegen gut, also wie mir. Machen wir erstmal den anderen Teil, vielleicht hilft das ja.
Hier runter. So, Alvent. Und Nocte, interessant. Ah, du bist ja noch hier. Du hast wohl keine hohe Meinung vom Magistrat. Nun, ich weigere mich, gute Miene mit fein gekleideten Bürokraten zu machen, während meine Mitarbeiter schikaniert, eingeschüchtert und ausgenutzt werden. Wie nobel von dir. Nobel? Ha. Ich wurde mit dem Hammer in der Hand geboren. Mir hat niemals irgendwer einfach etwas geschenkt. Was ich erreicht habe, habe ich allein geschafft. Und wo ist der Hammer jetzt? Die Bürde der Führerschaft zwang mich, ihn beiseite zu legen. Die Karja riskieren nichts, verlangen aber, dass gute Osaram ihr Leben aufs Spiel setzen. Jemand musste aufstehen und sagen, ohne uns! Andere können wir schon. Ich habe alle Dornrücken erledigt. Oh, wirklich? Jetzt, wo du den Schock verdaut hast, ist es Zeit zu pfeifen. Oh, nicht so schnell. Ich muss jemanden schicken, der die Abschüsse bestätigt. Sicherstellen, dass das Tal wieder sicher ist. Sollte nicht länger dauern als ein... 2 Tage. Nein, du benutzt jetzt die Pfeife. Wir reden hier von unschuldigen Osaram-Leben. Die Verzögerung wird... Entweder tust du's jetzt, oder ich mach's. Ha, ich wusste, dass du's schaffst. Freunde, versammelt euch. Die Retterin von Meridium hat es wieder geschafft. Die Dornrücken sind besiegt. Du! Die Pfeife soll ertönen. Kettenkratz ist wieder im Geschäft! Großartig. Yay! Und Alvent hat zugestimmt, den Arbeitern persönlich den verlorenen Lohn zu zahlen. Yeah! Das ist schon besser! Yeah! Aha! Ja! Ja! Musst du nicht zu einer Gesandtschaft? Ja, das muss ich wohl. Hier drüben! Okay, wir haben jetzt Händler freigeschaltet. Jetzt, da die Arbeit in Kettenkratz wieder läuft, sollten die Händler wieder offen sein. Ich sollte schauen, ob sie was Nützliches haben, bevor ich Wardis nach Fahrlicht schicke. Ja, Outfits da, der Händler. Eher handeln. Mal schauen, was wir handeln können. Okay, das sind die Kosten, die wir dafür haben. Warum nicht? Kaufen und ausrüsten bitte einmal. Eine praktische Wahl. Was war hier denn? Ich habe hier nur das Beste für dich, Rotschopf. Schließlich haben wir dir den Pfiff zu verdanken. Hey, ich warte hier schon seit Tagen auf meinen Glückshammer. Aber du hast nicht so was Nützliches gemacht, wie Dornrücken zu erledigen, oder? Lass dir Zeit. Du wirst nicht enttäuscht sein, versprochen. Netter Zwischendialog. Was wir ja mal so gesagt haben. Haben wir dann. Ja, hier. Der Bogen. Sehen alle auf alle schon mal cool aus, so am meisten. Mal den hier kaufen und ausrüsten. Mal mit. Der war auf jeden Fall teuer. Komm gerne wieder. Ja, auch gut Geld bei dir gelassen. Dein Hammer. Bei dir kann ich leider nichts machen. Yeah.
Ja, wirkt sehr nah zum Ranzu. Oh, ich finde cool. Rüstung. Oh. Auf jeden Fall ein paar Waffen mit dabei. Sonst noch irgendein Händler hier, mit dem wir noch reden müssen. Heute bin ich gerade nicht so heiß drauf. Ja, dann reden wir mal mit Boades. Ah, unser Gelehrter. Der Weg nach Fahrlicht ist frei. Bewegung. Du bist nicht Gardist, Ehrend. Ich gehe erst weiter, wenn der Hauptmann... Wenn ich einen Dornrücken beseitigt habe. Und das habe ich. Befehl des Hauptmanns. Ihnen geht es also gut? Angeschlagen, aber sie leben. Und sie warten voraus auf dich. Aber ich sollte doch 3 Eskorten haben. Ich gehe nach Fahrlicht, Wadis. Wie Aloy gesagt hat, Befehl des Hauptmanns. Du kannst hierbleiben. Ich? Dem Gesindel überlassen? Sicher nicht. Ich schätze, dann kommst du wohl mit mir. Wir sehen uns dort, Aloy. Das ist cool. Tja, nachdem das erledigt ist, kann die Gesandtschaft endlich stattfinden. Wenn ich durchkomme, kann ich Silence aufspüren. Hades. Vielleicht sogar ein Gaia-Backup. Dann kann ich direkt nach Fahrlicht gehen. Oder mich erst noch... Ich schaue nochmal ganz kurz auf die Karte. Haben wir hier soweit abgeschlossen? Fragezeichen haben wir noch, aber dann geht es in Fahrlicht weiter. Hier so einen Weg setzen. Ah, was haben wir hier noch? Neue Quest. Ja, die nehmen wir. Wahrscheinlich. Schrecken umsehen. Und vielleicht Petras Drink annehmen. Wegen neulich. Ah, unser Drink. Aloy, hast du jetzt doch Lust auf ein Getränk? Will niemand Streit spielen? Endlich trinken wir mal ein Bier, hm? Hier, setz dich. Los, bring ihr einen Krug. Ich hab nicht erwartet, dass du kommst. Seit wann tue ich, was erwartet wird? Ha, das ist der Funke. Feuer und Spucke. Feuer und Spucke. Zischt durch wie ein Blasebalg. Repariert die Schmiede nicht, aber verdrängt eine Weile meine Probleme. Welche denn? Na, es ist besser geworden, seit du hier aufgeräumt hast. Aber Alwund tönt immer noch wegen seinem Konzessionsdekret herum. Wenn du das nicht weglegst, komm ich rüber und zeig dir, wo der Hammer hängt. Wie auch immer. Im Moment machen mir die Flüchtlinge aus Sonnenfall Sorgen. Dieser weite Weg. Wer weiß, was sie durchgemacht haben. Schattenkaja-Flüchtlinge? Was machen die denn im Schrecken? Ein neues Zuhause suchen, nehme ich an. Sie lagern bei einem alten Bergpfad, südwestlich von hier. Und genau das ist das Problem. Letzte Woche stürzte ein Sturmvogel auf die Klippen. Und Tolland Rheinleier ist seitdem auf die Bauteile scharf. Aber die Flüchtlinge versperren den Weg. Ihr Sonnenritual darf nicht gestört werden. Irgendetwas mit einem Düsterpfad. Hm. Davon habe ich sie noch nie reden hören. Ja, tja, diese speziellen Schattenkaja sind recht seltsam. Aber insgesamt friedliche Leute. Nicht, dass Tolland das schert. Der holt sich die Beute auch mit Gewalt. Vielleicht könntest du sie überreden, ihr Lager anderswo aufzuschlagen. Das sind nicht Fragen, die da jetzt hier mit uns zu tun haben, ne? Also, die Dornrücken im Schrecken. Du bist ein Schwein. Schlimme Viecher, diese Dornrücken.
Sie waren eines Tages plötzlich da, rasten im Tal herum wie aus der Schmiede geschossen. Wir haben gute Leute verloren. Der Balk sei gesegnet, dass du sie erledigt hast und hier wieder alles läuft. Das hat Orwund einen Schlag versetzt. Wenn wir sie doch nur endgültig vernichten und ihn aus der Stadt vertreiben könnten. Aber was nützen Orwund die Dornrücken im Schrecken? Ein Wort. Konzessionsdekret. Da niemand weiß, woher die Dornrücken gekommen sind, schiebt Orwund den Kaja die Schuld in die Schuhe. Er hofft, genug alte Feindseligkeiten zu wecken, um mit einem Streik die Konzession zu erzwingen. Das ist sein letzter Strohhalm. Er versucht, die Arbeiter aufzuhetzen, seit er in die Stadt gekommen ist. Also das. Ich glaube, die Dornrücken kamen aus Orwunds alter Mine. Na, der Funke könnte ein Feuer entfachen. Kannst du es beweisen? Ich arbeite dran. Bei der Schmiede. Gib mir Bescheid, wenn du sicher bist. Ja, sehr interessant. Entschuldigung, ich bin zweimal gegen das Mikrofon. Denn es ist ausgeschlagen. Ich würde allerdings hier mal einen kurzen Cut machen. Ich bin leider ein bisschen in Zeitdruck und muss die Folgen vorproduzieren. Daher heute jetzt hier schon der Cut. Entsprechend bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.